in die Mitte. Bist du schon da eingefroren? Das hat dann am Ende geklappt. Hast du einfach weggelächelt, die ganze Zeit? Wie Dresden-Stollen immer schmeckt. Naja, aber er muss schon jeden Jahr mal. Ich war von Nito und Becker. Nettel, Zeiger von Nettel. Aber auch von Becker. Damit uns hier niemand zu schaden erkennt. Mit einem Gesamtgewicht von 2754 Kilogramm ist er vor wenigen Minuten enthüllt. Von der Länge von 3,13 Meter ist er justiert auf der Schlägsel Marco. Gut Schluck! Ja, haben wir immer. Ah, genau, gut Schluck! So, jetzt die Rübe weg. Peinen, Rosinen, die hier ganz eng beieinander liegen. Wir haben ja den sogenannten Verhalten. Das Feinste vom Feinen. Bilder haben, es bleibt uns bestimmt lang. Eine ganz feine. Und Stollenmädchen haben jetzt auch offiziell kosten. Na klar. Mal gucken. Ich kann doch wieder löschen, dass ich das Gefühl brauche. Ja, das ist eben der Dresdner Spritzelmarkt, nicht? Wunderbar, ich wünsche mir auch, als der Bäckerfachverein zählt ja an die Stadt Ruhe dort unten, deswegen stehen wir hier. Mein lieber Hof, gibt es heute hier? Ja. Und auf Pöbel geht es.